Hardcore deine Ansichten sind. Das ist Ja, ich ja liebe dich. kaum zu sagen, ne? Aber der Jesus Christus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe deine Feinde. Ich liebe dich auch. Ehrlich, du liebst mich. Ja. Du liebst, dass du mir den Kopf bestimmt abschneidest. Nein, 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 nicht das. Ich liebe dich als ein Mensch. Als ein ehrlicher Mensch, ne? Der die Wahrheit über den Islam sagt, ne? Wallahi, wenn mir vor mir stehen, einer du und ein anderer Muslim, der Lügen über den Koran erzählt, ich würde ihn töten, aber dich nicht, weil du die Wahrheit erzählst. Die anderen, die sind schlimmer als du. Heftig. Wallahi. Guck mal, das sind die schlimmsten Geschöpfe, die Lügen über Koran erzählen. Ja, nee, du bist für mich, du bist besser als die alle anderen Muslimen, die Lügen über Koran und Sunna erzählen. Weil du die Wahrheit erzählst und die anderen die Lügen erzählen. Ja, heftig, dass du das auch so zugibst und sagst, ja, der Amir ist ehrlicher als diese ganzen anderen Muslime, die hier Unwesen treiben, ne? Nennen die gar nicht Muslim, das sind kein Muslim. Das sind Ungläubige. Bist du mit der Akida, bist du mit der Akida des Islamischen Staates vertraut? Islamischer Staat? Ja, also Ad-Dawlat al-Islamiyya. Meinst du Daesh? Daesh, ja, genau. Aha. Ich habe nichts mit denen zu tun. Ich bin normal. Aber Ich praktiziere meine Religion richtig. ja, okay, aber du, das hört sich sehr danach an, dass du auch sehr vertraut mit deren Akida bist. Guck mal, ich erzähle den Islamischen Staat. Die haben Scharia, Allahs Gesetze praktiziert, Koran und Sunna, aber vom Daesh, es gab von denen auch Fehler. Die alle waren nicht richtig, aber waren richtig, aber es gab auch Fehler von denen, waren nicht komplett richtig. Aber Okay. es war Scharia, es war Aber Scharia. die waren schon sehr nah an Scharia und Allah und Mohammeds Leben, ne? Da muss man schon zugeben, der Islamische Staat hat sehr wahrheitsgetreu die Sunna von Mohammed in Tat umgesetzt, ne? Eigentlich eigentlich schon, ja, kann man sagen. Warum betiteln dann andere Muslime, die hier leben, die den Islamischen Staat als Khawarij? Ich weiß ja ganz genau, dass das ja keine Khawarij sind. Guck mal, die Khawarij, das sind Sekten Beispiel. Wenn die Khawarij einen Fehler von dir finden, die sagen zu dir direkt, du bist Kafir und die erklären dein Blut zum Halal und die töten dich. Und dann, es gab viele Khawarij, viele. Es gab Khawarij. Aber es gab auch die Gute von denen. Es gab beide, schlecht und die Gute. Man kann nicht sagen, das waren alle gleich. Nein, es gab so und so, beide. Aber wenn ein Muslim sagt, das, was er gemacht hat, war alle falsch, dann sagt er auch, Allahs Gesetz ist falsch, ist Kafir. Ja, das ist Guck mal, richtig, ja. ich habe Videos von Daesh gesehen, ich habe gesehen, ich kenne die. Wenn die jemanden umbringen, ne? Bevor die umbringen, die reden auf Video. Wenn die jemanden umbringen, die sagen, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wer seine Religion verlässt, tötet den. Und die haben das gemacht. Das war richtig. Ja. Das war richtig. Wenn die das nicht gemacht hätten, die wären Kuffar. Weil Ja, was tun natürlich, klar. Also die versuchen Allahs Worte und Mohammeds Worte in Wort und Schrift zu erfüllen, ne? was unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt, das machen wir. Wer das nicht macht, ist kein Muslim. Ja, es gibt ja beispielsweise, ich weiß nicht, du kennst bestimmt Pierre Vogel hier in Deutschland, ne? Er ist ein Kerl, er ist Kerl, er ist kein Ja, Muslim. ich weiß ja, was für Sachen der da behauptet. Er kann Arabisch und kann mir doch nicht sagen, dass beispielsweise er nicht sieht, wo der Islamische Staat seine Legitimation herholt, um Menschen da Guck in mal. Syrien und Irak zu köpfen und zu töten. Also die zitieren den Koran, zitieren den Mohammed. Und dann kommt Pierre Vogel und sagt, der Islamische Staat ist ein dummer Staat. Das ist unfassbar sowas. Pierre Vogel ist eine Kirche, in meinen Augen ist eine Kirche. Er ist kein Muslim. Er Okay. nennt sich Muslim. Viele nennen sich Muslim, aber nur wenige sind wahre Muslim. Und die anderen sind alle Kuffar und wallahi, eines Tages werden wir auch alle, die Kuffar sind, töten.
Weil Allah sagt uns, wir hören auf Allah zu. Ja, das ist natürlich sehr heftig, ne, sowas zu hören. Du, guck mal, du, Jani. Warum hast du den Islam verlassen, Jani? Bist du dumm? El Kurdi, hör auf, sowas zu sagen. Ich habe mich auseinandergesetzt mit beiden Schriften. Ich wollte natürlich die Wahrheit wissen, ob der Islam in echt, in der Koran, das... Islam ist die einzige Religion, so ehrenvoll, und die du davon stolz wirst. Und Islam. Islam verteidigt deine Ehre. Die Christen haben keine Ehre. Wofür bist du? Yani, guck mal, wir sagen auf Kurdisch, yani, Namus. Und die Christen, und die sind wie Namus. Die haben gar keine Namus. Yani. Ja, doch, es gibt genug Christen, die Namus haben. Was Namus bedeutet? Ja, natürlich. Aber nochmal drauf zurückzukommen, warum ich so den Islam ablehne. Ich habe ja mich intensiv mit beiden Schriften halt auseinandergesetzt und habe gemerkt, dass Allah im Koran Dinge erwähnt, die unglaublich sind, so, die kann ich niemals akzeptieren. Guck mal, du als Muslim, also du bist für mich der authentischste Muslim, den ich seit langem mal wieder getroffen habe. Natürlich akzeptierst du das alles, aber ich für mich persönlich kann das niemals akzeptieren. Guck mal, was im Koran oder was im Ahadith steht, das sind alles richtig. Denn es gibt keine Fehler. Alles sind richtig. Aber du solltest seine Tafsir zuhören. Wofür war das? Warum? Das sind alles richtig. Islam ist fehlerfrei. Im Islam, es gibt keine Fehler. Ja, das sagst du. Im Islam gibt es genügend Fehler. Der Koran hat genügend Widersprüche. Und Allah sagt in Sure 4, 82, wenn dieses Buch nicht von Gott wäre, so würdet ihr wahrlich viele Widersprüche finden. Ich habe viele gefunden, El-Kundi. Nein, Wallahi, Wallahi. Islam, es gibt dran null Fehler. Null Fehler? Okay. Weißt du, was Tauhid bedeutet? Monotheismus im Islam. Guck mal, viele Muslime, die wissen nicht mal, was Tauhid bedeutet, und die nennen sich Muslim. Ich sage dir, El-Kundi, da kommen hier Muslime bei mir rein und ich sage, kannst du Al-Fatiha rezitieren? Dann sagen die, nee, ich habe jetzt keine Lust, Al-Fatiha zu rezitieren. Das sind keine Muslime, das sind alle Kunden. Das ist so schrecklich, ne? Das ist so unglaublich. Tauhid, wenn ein Muslim, wenn er weiß, was Tauhid bedeutet, wenn er verstanden hat, was Tauhid ist, dann ist er ein richtiger Muslim. Dann weiß er, er hat Ahnung über seine Religion. Aber viele Muslime, 90%, die wissen nicht mal, was Tauhid ist. Das sind kein Muslim. Es gibt, subhanallah, viele Muslime auch, sag mal, die Shahada, die können die Shahada nicht. Und die wollen nicht, für mich, wollen die sich Muslim nennen? Wallahi, das sind alle Ungläubigen und Kuffar. Ja, du stößt natürlich mit deinen Ansichten auf sehr, sehr erbitterten Widerstand. Das, was du sagst, entspricht natürlich der Lehre des Islams. Aber heutzutage sagen die natürlich zu dir, du wärst so ein Terrorist, obwohl du nur das wiedergibst, was im Koran und im Islam vorhanden ist. Das hat gar nichts mit Terroristen zu tun. Wir praktizieren unsere Religion richtig, und wem das gefällt, soll ihm gefallen. Wer was dagegen hat, soll was dagegen haben, und ist er unsere Feind, und werden wir gegen unsere Feinde kämpfen. Du. Ja, ich danke dir für deine Ehrlichkeit, Kurdin, wirklich. Du. Dass du so ehrlich, das einfach so über deine Feinde. Du bist meine Feinde. Aber du erzählst nicht Lügen über meine Religion. Du erzählst die Wahrheit. Aber trotzdem, du bist mein Feind. Weil du kein Muslim bist. Und über eine steht selber. Die Juden und Christen sind die schlimmsten Geschöpfe. Sure 8, Vers 55, richtig? Wir hören Allah zu. Was Allah uns sagt, das ist auch die Wahrheit. Ihr seid auch die schlimmsten Geschöpfe. Seid ihr, ja. Warum ist das okay? Seid ihr. Nicht nur Bitte? Ihr. Ich meine, seid ihr auch. Nicht nur ihr. Alle anderen Religionen außer die wahren Muslimen. Auch unter Muslimen. Ja, aber wer sind denn die wahren Muslime? Mohammed hat gesagt, meine Umma wird sich in 73 Gruppierungen spalten. Und heute sind ja mehr als 73 Gruppierungen. 72 von denen werden alle in Höhle gehen. Nur eine wird im Paradies gehen. Ahlus Sunnah wa Jama'ah. Ahlus Sunnah wa Jama'ah.
die den Religion richtig praktizieren, richtig.